Get ready. Boah, ja, das geht ja höllisch ab, Mann. Nein! Boah! Welche Sackratte hat sich das so ausgedacht? Wieso und warum und wieso? Kann das sein, dass der schnelle Lauf, wenn ich das verpasse? Cool. Das heißt, um schnell durchzukommen, muss man einfach gar nichts tun. Das klingt jetzt nicht geil. Gut, früh, zu spät, gut, perfekt, whatever. Yo, ich war 10 Minuten auf so einem komischen Reitplatz und es ist Winter. Irgendwie solltet ihr dringend mal euer Wetter beobachten. Ich glaube, ihr steht kurz vor einer Eiszeit oder sowas, wenn ihr solche Wetterumschwünge habt. Hindernislauf. Mach mal Hindernislauf. Ich habe das Gefühl, wenn ich die beiden Sachen gemacht habe, habe ich alles in dem Spiel gesehen, was es zu sehen gibt. Und es ist alles das Gleiche. Das ist doch nicht denn ihr Ernst. Welcher Trottler hat sich das denn ausgedacht, verdammt? Und warum? Ich meine, wieso? Wieso ein Tanzspiel? Ihr habt doch... Das Vieh hat Animation, das kann springen. Warum kann ich das denn nicht selber steuern? Wieso muss es denn ein Tanzspiel sein? Ich meine, Kinder sind vielleicht blöd, aber die sind ja nicht so blöd. Oh Gott. So werden unsere Kinder zu Alkoholikern erzogen. Wenn du sowas den ganzen Tag spielen musst, dann musst du ja Alkoholiker werden. Finish! Ja, halt die Fress. Das interessiert mich nicht. Das ist ja nicht mal schwer. Ich meine, du kannst es ja alles beim ersten Versuch schaffen. Schlitzchen, Waldstrecke, Schlitzchen. Waldstrecke? Ich meine... Wahrscheinlich darf ich jetzt einfach immer nur in eine Richtung drauf drücken, weil der immer nur noch in eine Richtung... Tu es doch! Das interessiert mich, dass er doch das erschöpft ist! Du bist mein Pferd, du hast zu tun, was ich sag. Du Kackvieh. Du dreckiges Kackvieh. Dieses Spiel regt mich auf. Wie erschöpft. Ich meine, was muss ich denn? Wahrscheinlich Stall. Boah. Boah, habe ich viel Lust, dieses Spiel weiter zu spielen. Da könnte ich auch irgendwie so ein Kochspiel im Browser spielen. Ich meine, das macht ungefähr genauso viel Spaß. Oder im Messer kleine Stücke aus dem Bein schneiden. Das kommt ungefähr auf dieselbe... Langweilig. Seht ihr diesen Balken da unten? Dieser Balken, der sich da so Pixel für Pixel nach vorne bewegt. Wieso muss ich das denn 10 Minuten machen? Wieso kann ich nicht drücken, fertig, bam, fertig, los, weiter geht's, auf, mach irgendwelche Rennen, irgendwas, was Spaß macht. Abgesehen davon, dass ich hier noch nichts gefunden habe, das Spaß macht, aber vielleicht macht das irgendwelchen einjährigen, schwulen Jungen Spaß. Das macht nicht mal Mädchen Spaß, das macht nur schwulen Jungen Spaß. Ja gut, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Wie nennt man das? Ja, nicht rassistisch, das andere. Schwulenfeindlich. Ich bin ja kein schwulenfeindlich. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Hier bist du jetzt ausgeruht. Kann ich das jetzt weiter... Nein, nicht spielen. Warum habe ich überhaupt nicht so ein brennendes Pferd? Ich will so ein brennendes Pferd. Warum habe ich ein goldenes Pferd? Wenn ich es nicht mal schlachten kann. Also, das Golden halt raus. Oder häuten. Okay.
weiter trainieren. Ich habe das jetzt gestriegelt und es ist wieder ausgeruht. Das muss nicht schlafen. Ich muss 10 Minuten lang striegen und okay, ich beschwere mich ja schon gar nicht mehr. Ja, get ready. Ja. Das war ein Stock. Das ist doch genau das gleiche wie der Hindernislauf. Das ist doch überhaupt kein Unterschied. Das sieht nur anders aus. Oh. Mein Hirn tut weh. Mein Hirn tut ernsthaft weh. Das ist doch... So, eins muss man im Spiel lassen, das ist konsistent. Das ist sehr, sehr, sehr konsistent. Ich habe mal gehört, das wäre eine gute Sache. Anscheinend ist das gelogen gewesen. Bin ich. Was ist überhaupt kaputt mit dem so einem Schwanz? Ich meine, was soll das hier? Wieso ist das... Ich bin gar nicht schlecht da drin. 99%. Schlittenrennen. Ja, das ist bestimmt voll was anderes jetzt. Ach nee, da erscheinen Pfeile auf dem Trainingsfeld. Damit hätte ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, Schufte. Quäl dich für mich. Zieh sinnlos Steine durch die Gegend. Langweilig. Man hat auch irgendwie kein gutes Feedback, wann ich diese blöden Pfeile drücken muss. Ich meine, die fangen sich irgendwann an zu drehen und irgendwann ist es zu spät. Aber ich weiß nicht, wann... Ich meine, guck, wo... Wenn die sich schnell... Oh nein, ich hätte mal drücken sollen. Oh, jetzt nibbelt mir das hier ab. Jetzt kann ich immer sterben zugucken. Was? Habe ich irgendwas verpasst? War da ein Pfeil? Warum ist es so langsam? Warum nibbelt es schon wieder ab? Ich glaube, ich habe einen Pfeil verpasst. Oh Gott, ich bin halb eingeschlafen. Ich habe vielleicht nicht die Augen zu machen. So, da geht ja voll die Post ab. Dieser Action kann man nicht eine Sekunde weggucken. Ja, ich glaube, ab jetzt wird das Spiel redundant. Ich habe alle Dings gemacht. Ich war in der Scheune, ich war... Ach so, nee. Es gibt noch Missionen, stimmt. Au, Missionen. Das ist bestimmt der Hauptteil des Spiels. Und dann macht das dann voll Spaß. Und dann fängt das Pferd an zu brennen und ich kann Bauern töten und so. Das wollen wir doch mal direkt testen. Ich bin ja voller Hoffnung, dass das kein Quicktime-Event ist, wo man Pfeile drücken muss. Der Pferd ist jetzt... Okay, striegeln. Striegeln, wo bist du? Stall. Hey, ich hab's gelernt. Langsam weiß ich, wie das Spiel funktioniert. Der Spaß wird sich trotzdem nicht einstellen. Guck mal, das sind 2 Zentimeter, dieser Balken nicht voll ist. Und deswegen kann ich nicht... Oh nein, ich darf nicht. Ich muss den anderen Balken auch noch voll machen. Beeilung. Wofür brauche ich überhaupt die anderen Sachen? Ich brauche doch nur die scheiß Bürste. Damit wird doch alles wieder gut. Es tritt sogar aus. Ich bürste es und es tritt aus. Oder es ist der Wutmeter da unten, den ich da gerade voll mache. Der blaue Wutmeter. Vielleicht kommt es auf mich zu und spießt mich mit seinem funkelnden Horn auf. So, nee, du bist jetzt nicht ausgeruht. Ja, Tor, warum ist es immer wieder? Komm, ich hab's doch gerafft. Nein, das hatte ich doch schon mal gemacht. Das ist nur die Uhr, die dann verschwindet und wieder auftaucht. Und ich kann das nicht mehr überspringen. Boah, das ist so lame. Boah, das ist so unfassbar lame. Ups. Keine Ahnung, was ihr da gerade gesehen habt. Ich habe aus Versehen das Spiel minimiert. Die Langeweile war ein bisschen zu groß. Ich bin das gewohnt, wenn mir langweilig wird, den Browser zu öffnen und ein bisschen zu surfen.
Boah, was passiert? Ich meine. Boah. Wieso? Ah, wunderbar. Da rutscht er wieder an. Ein Gegenstand gefunden. Toll. Das heißt, im Endeffekt läuft das Spiel so ab. Ich schicke das ununterbrochen auf Missionen. Ich sehe die ganze Zeit nur eine Stoppuhr. Ab und zu bringt das mal Metallbarren mit. Warum auch immer das Metallbarren mitbringt. Wahrscheinlich gräbt die dieser Boden aus, frisst die auf und scheißt die aus. Und ich kann die hier dann irgendwie verbauen. Kann ihm dann neue Hufeisen schmieden. Die Hufeisen unter den Hufen aneinander stapeln. Das macht alles extrem viel Sinn. Ich erwarte noch richtig viel von dem Spiel. Der kommt bestimmt noch wahnsinnig viel. Ja, ich weiß, dass auf der linken Seite das Pflegewerkzeug ist. Das ist mir langsam bewusst. Und ich denke, wenn ich an der Stelle jetzt... Ich kann auch Sachen kaufen. Lampe für dein Pferd. Stärke? Stärke 3? Ernsthaft? Stärke? Meine Lampe hat Stärke 3? Oder ist das mein Pferd, was Stärke 3 hat? Okay, nee. Nee, das ist meine Lampe. Mein Futtertopf hat Schnelligkeit 4? Und Reflex 2. Ja, wenn es so schnell daraus ist, dann haut die das in die Fresse. Reflexe. Was hat denn mein Pferd? Meine Lampe hat Reflex 3. Warum zum Teufel habe ich denn da verschiedene... Wieso? Ich meine... Wieso hat ein Trinktopf... Warum hat der Ausdauer? Wieso hat der Schnelligkeit? Wieso hat der Reflexe? Warum hat der Reflexe? Oh. Boah, okay, ist es 5 Minuten steil gewesen und aus Winter ist wieder Tag, ist wieder Sommer geworden. Also, das ist echt dramatisch, was hier vorgeht. Naja, das Gute ist, dass ihr wahrscheinlich bald alle aussterbt. Okay, ich werde an dieser Stelle jetzt aufhören, weil das ist mir echt zu dumm. Ihr habt jetzt, glaube ich, alles von dem Spiel gesehen. Es gibt nur noch ein oder zwei Features, vermute ich mal, die ihr nicht gesehen habt. Und da vermute ich mal, das sind das brennende Pferd und das Eispferd aus dem Ladescreen. Warum ich auch nicht wundern würde, wenn man die nicht bekommen kann. Und wahrscheinlich kriegt man die nur dadurch, indem man das Pferd 6 Stunden am Stück striegelt, ohne einmal abzusetzen. Ich habe gehört, kleine Kinder haben da die Motivation für Schluss. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, denke ich mal. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren, weil das so awesome war. Ja, ich gehe jetzt in die Dusche weinen.